Nee, natürlich nicht. Wir machen die Schildkröte. Hallo und herzlich willkommen beim Make-up Coach. Jutta ist da, um euch heute mal das Konturieren mit der Palette Face Optimizer zu zeigen. Ich mache das ja ganz gerne mit Lidschatten und dann hat Jutta gesagt beim Treffen, hör mal, ich mache das immer so und so. Und habe ich gesagt, weißt du was? Wenn du das so schön kannst, dann zeigst du das mal, ne? Ja, ja. Und das machen wir. Ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück, drehe die Kamera und Jutta erzählt euch, wie sie damit und dem passenden Pinsel umgeht, um dann ein wenig schlanker im Gesicht zu sein. Mhm. Auszusehen, zu sein natürlich nicht, aber auszusehen, ne? Wir lieben ja die optische Täuschung. Okay, dann hallo erstmal. Ja, warum benutze ich immer diese Cremeprodukte? Ich finde die erstens gar nicht schwieriger im Auftrag und ich mag es eben, wenn die Dinge, die ich geschminkt habe, lange halten. Bei mir ist das Puderprodukt immer ruckzuck weg, das weil stimmt. Ich sitze im Schreibtisch immer so und dann ist nach 2-3 Stunden mein ganzes Puder weg. Also wird ganz viel draufgeklebt, mit Zauberpuder fixiert und dann hält und hält und hält das. Normalerweise, jetzt bin ich geschminkt, mache ich das natürlich auf dem ungeschminkten, also viel mehr Make-up ist drauf dann, ganz normal die Grundierung und dann kommt auch schon tatsächlich das Contouring. Ich benutze nur diese dunkle Palette. Ich mache das auch relativ grob und gar nicht so fein. Warum? Weil ich habe festgestellt, am Ende kommt ja sowieso der Zauberpuder drauf und dadurch, dass ihr das sehr sanft dann wieder macht, habe ich immer das Gefühl, dass man bei mir hier von diesem mittleren dann gar nicht mehr so viel sieht. Es kommt ja auch noch Rouge drüber. Und deswegen mache ich das tatsächlich auch sehr grob. Also normal auf die unabgepuderte Haut. Nur Make-up drunter. Zeigst du uns gerade mal den Pinsel in die Kamera. Genau, so ich habe hier... So dahinter. Genau, dann halt mal die Hand so dahinter, genau, dann kann man das sehen. Das ist dieser... Das ist unser Contouring-Pinsel. Genau, der dickste von denen. Es gibt auch diesen etwas schlankeren, der eigentlich für die Wangen auch sehr gut geeignet ist. Ist mir ehrlich gesagt alles zu viel Arbeit und dauert mir zu lange. Und deswegen mag ich das immer so ein bisschen grob motorisch. Druff. Genau, druff, Puder druff, fertig und bin relativ schnell fertig. Ich stippe dann einfach hier rein. So. Immer noch so ein bisschen hier aufs Näschen. Sowieso auch. Auch hier, wenn das erst ein bisschen dunkel aussieht. Es ist nicht schlimm. Wenn der Puder drauf ist, dann sieht man mindestens ein bisschen was, aber es ist weich. So, und dann stippe ich wieder rein. Und dann, jetzt nicht erschrecken, ich muss mal eben gucken, das ist noch ein ganz frischer Pinsel, dass ich auch genug drauf habe. Ja. Genau, wenn man den Pinsel jeden Tag benutzt, dann ist der schon ein bisschen gesättigt. Ne? Das war jetzt ein ganz neuer Pinsel, deswegen muss ich Jutta rantasten. So, und dann mache ich es tatsächlich so. Also mittlerweile weiß ich ja, hier unten endet mein Wangenknochen und unter dem Wangenknochen ziehe ich dann dieses, was Michaela ja auch schon mal gezeigt hat, mit einem Löffel und so. Ich kriege das aber alles nicht so hin und ist mir zu kompliziert. Ich mache es dann einfach so und dann nehme ich mir einen festgebundenen kurzen Make-up-Pinsel und dann drehe ich und drehe ich und drehe ich, so bis das dann für mich ist, wo ich sage, ja, das ist jetzt schön. Ein bisschen soll ja auch noch zu sehen sein. Dann kommt der Puder rauf, müsst ihr euch ja vorstellen. Und dann kommt ja auch oben über das Puder noch das Rouge. So, wenn ich jetzt sage, das ist mir weich genug. Ich mache das mal nicht zu weich. Ihr sollt es ja auch noch sehen. So ein bisschen nach oben so. Mhm. Das hat jetzt ein bisschen angegrippt, weil Puder drunter war. Ja. Normalerweise Faustregel, cremige Produkte auf Creme und dann abpudern oder Puder auf Puder. Also Puderrouge würde man jetzt nicht auf unabgepuderte Haut setzen, sondern auf abgepuderte Haut. Aber da jetzt Jutta so schon so schön geschminkt war, sie gesagt hat, ach komm, ich zeige das einfach mal, ne, wie das so drüber geht, war das jetzt so ein bisschen, es war jetzt so ein bisschen stumpfer als sonst. Ne? Ja, 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 sonst ist das auch, es, wenn man nur die Grundierung drunter hat und dann dieses, diesen Kunterreiser drauf tut und dann so schön das hier verwischt, dann fließt das auch wunderschön ineinander ein und wenn dann der Puder drauf ist, fällt das gar nicht auf. Aber Fazit ist, probiert das einfach mal aus. Das ist so super einfach.
Ja, und dann kommt wieder der, am Ende des Tages, wenn dann das Gesicht ja fertig ist, ist auch ein bisschen mehr, so, der Puder drüber und dann kann ich jetzt jedes Rouge ganz normal drüber auftragen. Es ist ein bisschen konturiert und das Rouge sitzt auch. Mhm. Das Gleiche mache ich dann natürlich auch, das ist sowieso mein Sorgenbereich, deswegen konturiere ich mich halt auch. Nein, nicht der Sorgenbereich, der nicht so... Aber es stört dich. Genau, es stört mich. Und da mache ich das auch wirklich sehr grob. Also hier genau, hier wieder, wo mein Knochen ist, ich ziehe es wirklich genau hier. Also hier ist der Knochenende und da ziehe ich so. Und dann mache ich das auch so. Nach unten ein bisschen raus. Aber auch hier mache ich es wirklich mittlerweile... Es ist jetzt ein bisschen sehr stark in der Kamera und auch hier ist jetzt schon alles abgepudert. Dass ich es nicht so wenig mache, dass man es jetzt vor dem Abpudern schon kaum sieht, weil dann finde ich immer, man sieht es nach dem Abpudern gar nicht mehr. So ein bisschen noch verstreichen. Das Tolle an der Farbe ist ja, die ist ja wie ein Schatten. Die ist so, als wäre da ein natürlicher Schatten. Nur wenn man jetzt zuguckt, dann hat man das Gefühl, es ist ein gemalter Bart. Aber wenn man es nicht weiß, dann sieht man das nicht, weil wir nehmen solche Dinge ja alle unbewusst wahr. Ja. So. Hat dich schon mal einer drauf angesprochen? Hast du einen dreckigen Hals? Nein, nein, gar nicht. Du hattest ja nur bei dem Treffen gesagt, ach, du bist konturiert, hast ja, aber schön gemacht. Ja, weil ich ja den fachmännischen Blick habe. Und da hatte ich tatsächlich schon das Gefühl, es ist zu viel, weil ich im Hotelzimmer war und da ist das Licht ja immer komisch. Aber nein, ich hatte noch nie jemand drauf angesprochen, dass es... nach dem Motto, du siehst aber irgendwie komisch aus. Und das wird ja eine Freundin jetzt auch tun. Mhm. Es ist im Gegenteil eher so, dass ich tatsächlich, wenn ich rausgehe, mache ich es mittlerweile immer. Wenn ich es nicht gemacht habe, ich mich immer irgendwie komisch fühle. Und denke so, es gibt dir Sicherheit. Oder? Ja, ja, das gehört mittlerweile zu mir. Ja, und dann wird das auch wieder abgepudert. Näschen ja natürlich auch. Ja, und dann... Weiß nicht, wollen wir die andere Seite auch noch zeigen? Oder? Aber du kannst ja mal den Unterschied zeigen jetzt mal. Die Seite so ein bisschen so drehen. Genau. Und jetzt mal die andere Seite dagegen. Also hier ist es jetzt drauf von heute Morgen, ne? Aber hier ist jetzt ja auf der anderen Seite nochmal viel stärker. Ja. Hier ist auch noch von heute Morgen. Oder man kann es ja vielleicht sehen, so sieht es dann aus, wenn ich es ordentlich gemacht habe, direkt auf die Grundierung und abgepudert habe. Auch hier sieht man ja zwar das ist, sonst habe ich nicht so einen schönen Knochen hier. Ja. Also es macht optisch einen großen Unterschied und wenn es nur für einen selbst ist. Das stimmt. Aber andere nehmen es auch eben wahr, aber unbewusst. Uns guckt ja auch keiner hier hin. Die Leute gucken einem ja hier hin und nicht hier hin. Und das ist dann so das Mischbild, dass man denkt, ah, na, das ist schön schlank. Super erklärt, Jutta. So, für diejenigen, die sagen, ah, ich kann aber nicht so gut mit dem Cremeprodukt umgehen, zeige ich das jetzt nochmal, wie ich das mit dem Rouge mache. Bleib ruhig da. Ich habe mir das hier in so eine Einzeldose gesetzt. Kann man natürlich auch aus der Schlupfi-Palette nehmen. Da ist der Farbton drin. Und da muss man es andersrum machen. Da trägt man jetzt nicht Creme auf Creme auf, sondern Puder auf Puder. Das heißt, gerade wenn es jetzt im Sommer ein bisschen wärmer ist, muss man darauf achten, dass die Haut gut trocken ist, also gut abgepudert ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wer stark schwitzt, muss das natürlich zwischendurch auch nochmal kontrollieren und eventuell nachpudern. So. Und wenn die Haut dann abgepudert ist, ich sehe das jetzt nicht, deswegen gehe ich mal mit der Hand drüber, um eventuelle Puderreste noch zu verteilen. Wenn das jetzt richtig schön samtig ist und sich nicht mehr klebrig anfühlt, dann nimmt man am besten so einen Foundation-Pinsel, dann das MSB, einmal links, rechts hier rein. So, und jetzt kommt dann der Riesenunterschied. Das ist das, wo Jutta sagt, boah, da fühle ich mich nicht wohl. Und ich habe es tatsächlich auch eine Zeit lang ganz exzessiv gemacht. Ich bin ohne das hier nicht aus dem Haus gegangen. Im Moment habe ich eine Phase, da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber es gibt Phasen, da kann einem das helfen. Und es kann einem ein Stück Selbstbewusstsein geben. Man fühlt sich einfach sicherer und wohler. Hört sich komisch an, aber... Ja, ist so. Ich fühle mich wohler. Ja, ja. So. Und hier, diese Hamsterbackleys. Klar, die fangen dann noch 10 Jahre weiter vielleicht ein bisschen an zu hängen, dann wird es schwieriger. Aber solange das noch geht, kriegen wir die hier wunderbar einschattiert. Ist exakt dasselbe System, wie jetzt Jutta erzählt hat, nur mit dem Puderprodukt. Ich gehe auch hier
einfach wie so ein Balken lang. Du hast gesehen, ich schiebe dabei so ein bisschen das Kinn vor. Dann kann man nämlich die Kontur noch besser erkennen. Und verstreiche das nach unten. Ich bilde mir ein, wenn man so ein gewisses Tempo hat, dass es dann besser geht. Wieder. Also nicht rühren oder stochern in der Farbe. Wirklich nur so links, rechts aufsetzen. Lieber dreimal wenig als einmal zu viel. Drei Kilo in 30 Sekunden. Ey, das kann keine Diät. Das stimmt. Ja. Ich mache das jetzt nicht am nächsten. Könnte man natürlich auch, aber so eitel bin ich jetzt nicht. Okay, ich schon. Ja, jeder so, wie er möchte. Ne? Also Nase, klar, könnte man jetzt auch schattieren. Ich meine, ich habe hier so einen Knubbel, aber der gehört zu mir. Aber das hier, ne? Dort gehört zwar auch zu mir, aber ich schattet gerne weg. Und das schmeckt auch so gut. Das stimmt. So. Hast du also zwei Möglichkeiten, das mal auszuprobieren, dich zu kondurieren, wenn du sagst, ne, so ein paar Kilo kriege ich damit gut schattiert. Optische Täuschung geht aber tatsächlich nur mit einem solchen Ton. Wenn das Braun zu viel Rotanteil hat, siehst du es. Wenn du einen Bronzer dafür nimmst, wirkt es nicht. Es muss exakt so eine Farbe sein. Entweder im Face Optimizer oder das MSB. Vielleicht hast du zufälligerweise so einen Farbton zu Hause, kannst du ausprobieren. Wenn nicht, schreiben wir unten den Link rein. Mit diesen beiden Produkten wird dich niemand darauf ansprechen, dass du da was Komisches hast, was da nicht hingehört, ne? Nee, ja, habe ich noch nie gehabt. So, und jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Ausprobieren und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und wir freuen uns natürlich immer über nett gemeinte Kommentare.